Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Ja, das gibt jetzt nochmal richtiges Spätsommerwetter. Gerade das Wochenende ja nochmal sehr warm und freundlich. Allerdings wird das Ganze dann, ja, wie schon letzte Woche zum Wochenbeginn, wahrscheinlich nochmal in eine vielleicht dann ja letzte größere Gewitterlage münden, auf die wir jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer schauen werden. Ja, im weiteren Verlauf haben wir es dann wahrscheinlich mit einem recht kräftigen Tief zu tun. Es wird so ein bisschen herbstlicher, zumindest was den Wind betrifft, was die Temperaturen angeht. Ja, da verbleiben wir wahrscheinlich noch für die Jahreszeit auf relativ moderatem bis mal warmem Niveau. Ja, beginnen möchte ich das Video damit, dass ich euch mal einen Satellitenfilm von heutigen Morgen zeige. Herbst so ein bisschen im Süden in Form von ein paar Nebel- oder Hochnebelfeldern zeigt sich hier schon mal so ein bisschen. Wir sehen das hier gerade im äußersten Süden Baden-Württembergs, Hochrhein, Oberschwaben, Bodensee und vor allen Dingen im Alpenvorland. Hier hat sich in den Frühstunden dann noch so richtig ein bisschen Nebel bzw. Hochnebel über München hinweg weiter Richtung Norden ausgebreitet. Ansonsten der Freitagmorgen, Freitagvormittag schon recht verbreitet sonnig. Ja, kurz nochmal der Blick auf den heutigen Nachmittag. Der Vollständigkeit halber, da sollte dann der Nebel und Hochnebel im Süden des Landes, im Süden Bayerns auch weg sein. Und dann gibt es einen freundlichen und trockenen Freitagnachmittag. Lediglich über den Bergen im Süden, ich habe das hier mal eingekreist, so im Schwarzwald und so Richtung Allgäu, da könnte es vielleicht mal für einzelne Schauer und Gewitter reichen. Ansonsten bleibt es trocken und wir sehen die Temperaturen, die liegen heute Nachmittag dann schon so bei 20 Grad an den Küsten und bis zu 27 Grad im Südwesten. Schauen wir kurz aufs Wochenende, können wir relativ schnell durchgehen. Morgen früh wieder so ein bisschen Nebel-Hochnebeltendenz im Süden, Alpenvorland, Bodensee, Oberschwaben. Der sollte sich dann aber auch bald auflösen und dann ist es verbreitet sonnig oder leicht bewölkt bei so ein paar harmlosen Schleierwolken. Es könnten sich dann nachmittags wieder im Südwesten, also Schwäbische Alb, Schwarzwald, wieder so ein paar dickere Quellwolken bilden. Also hier kann es zu örtlichen Schauern und Gewittern kommen. Weiter unten, also Richtung Breisgau, Oberrhein, da sollte nichts passieren. Hier kann es dann aber zum späten Nachmittagabend auch ein bisschen wolkiger mal werden. Ja, und es wird noch etwas wärmer werden. Im Norden morgen so Höchsttemperaturen von ja 21 bis 25 Grad. Für die Jahreszeit weiterhin sehr beachtlich. Sonst in Richtung Süden sogar 25 bis 29 Grad. Die höchsten Werte gibt es wahrscheinlich so im Kraichgau bzw. in der Kurpfalz. Gucken wir auf den Sonntag, da ist es so, anfangs vielleicht etwas mehr und etwas zäherer Nebel oder Hochnebel, kann also mal ein bisschen länger dauern, bis sich die Sonne durchsetzt, auch im Norden, durchaus im Norden und Nordwesten die Tendenz, dass es mal so ein bisschen länger trüb bis in den Vormittag hinein bleibt, dann sollte sich aber wieder häufig die Sonne durchsetzen. Es ist nicht immer nur der strahlend blaue Himmel, es sind ein paar Schleierwolken unterwegs und im Laufe des Tages bilden sich halt auch ein paar Quellwolken, die Tiefdruckzone kommt uns ja näher. Es sollte aber eigentlich überall bis in die Abendstunden hinein trocken bleiben, bei ähnlichen Temperaturen wie schon am Samstag. Dann möchte ich euch nochmal eine Karte mit dem Gewitterrisiko für den Sonntagnachmittag bzw. Abend zeigen. Und da sehen wir, es sollte halt nichts passieren. Ganz minimal, leicht erhöhte Werte wieder im Süden, vor allen Dingen über den Bergen. Anders sieht es allerdings da schon über Frankreich aus, über dem Ärmelkanal. Hier ist das Gewitterrisiko schon deutlich höher. Ja, und diese Tiefdruckzone, die rückt uns ja jetzt auf die Pelle. Das heißt, in der Nacht zum Montag sind mitunter in der Westhälfte vielleicht schon mal erste Schauer und Gewitter möglich. Da wird sicher Fabian morgen am Wochenendvideo noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir wollen uns dann schon mal auf den Wochenbeginn konzentrieren, gucken noch mal kurz auf die Wetterlage. Ja, und wir sehen noch mal der Zustrom sehr warmer, man kann schon sagen heißer Luftmassen in den Osten erreicht noch mal seinen Höhepunkt, während in den Westen mit diesen Tiefs, mit dieser Tiefdruckzone dann schon etwas weniger warme Luft allmählich in den Westen gelangt. Ja, und dieser Wetterwechsel, der dann mal wieder ansteht, der geht dann vielleicht mit dem letzten großen Sommerknall sprich in Form einer Gewitterlage einher. Dafür schauen wir uns nochmal das Gewitterkomposit aus zwei Wettermodellen so für den Montagnachmittag an. Und wir sehen bei beiden Wettermodellen, ja, die Gewitterenergie ist schon durchaus erhöht, noch so ein paar Unterschiede. Gerade das Eigenwettermodell auf der rechten Seite schon relativ viel, so mit diesen Beige-Orange-Tönen, also schon mit erhöhter Gewitterenergie. Das ECMWF eher ein bisschen zurückhaltender. Also so ganz klar ist das Ganze noch nicht. Was wir aber bei beiden Wettermodellen sehen, was eigentlich alle Modelle drin haben, ist, ja, wir sehen hier vielleicht, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, diese langen Pfeile, das heißt, die Windscherung ist schon deutlich erhöht. Das heißt, mit der
Höhe deutlich stärkerer Wind mit der Annäherung dieser Tiefdruckzone. Und hohe Windscherung spricht ja auch dafür, dass sich mögliche Gewitter gut organisieren können, länger anhalten, langlebig sein können und entsprechend dann vielleicht auch besonders kräftig ausfallen können. Hinzu wird die Luftmasse auch sehr viel feuchter. Das heißt, gerade der Montag, der wird auch noch mal relativ schwül werden. Ja, und so schauen wir mal auf das signifikante Wetter aus den beiden Wettermodellen jetzt auch wiederum so für den Montagnachmittag. Und da sehen wir schon deutliche Gewittersignale. Natürlich gibt es auch noch so ein paar Unterschiede. Wir haben heute Freitag. Wir reden über die Wetterlage für den Montag. Eine Gewitterlage sind noch ein paar Tage hin. Aber man kann schon so ein paar Tendenzen erkennen. Zum einen, dass es wahrscheinlich, wie wir hier sehen, im Osten und Nordosten, beziehungsweise auch im Südosten Bayerns, wahrscheinlich noch relativ lange trocken ist und sehr warm bis heiß. Während dann im Westen schon frühzeitig, wie schon erwähnt, erste Schauer und Gewitter aufziehen. Und die machen sich dann auf den Weg weiter Richtung Osten bzw. Nordosten. Zwei Regionen möchte ich noch mal kurz hervorheben. Zum einen beide Wettermodelle mit relativ deutlichen Signalen im Norden, auch mit kräftigen Regengüssen hier. Das gilt es in den nächsten Tagen weiter im Blick zu behalten. Und dann auch im Süden, wieder ganz typisch, könnten sich dann so zum späten Nachmittag und Abend wieder so ausgehend vielleicht vom Schwarzwald, von der Alp, dann kräftige Gewitter, vielleicht auch ein größeres Gewittersystem, größere Gewittercluster, eingelagerte Superzellen entwickeln, die ganz typisch dann entlang des Alpenvorlandes Richtung Osten ziehen könnten. Also das eine Möglichkeit, und wir sehen auch schon bei den Niederschlagsmengen jetzt für den Montag, wenn wir da auch nochmal auf den Süden schauen, das ECMWF zum einen mit etwas erhöhte Werte und deutlich stärkere Signale, große Regenmengen hat sogar das GFS jetzt hier drin. Das lässt zumindest mit dem heutigen Morgenlau wirklich so einen größeren Gewittercluster, vielleicht so ein MCS entwickeln, Superzellen möglich. Und da könnte es dann auch in der Nacht zum Dienstag zum Teil Starkregen ein Thema werden, das kritisch werden. Also große Regenmengen hier mitunter nach jetzigem Stand mal möglich. Sonst nach Westen und Nordwesten hin noch ein paar Unterschiede. Aber auch hier die Tendenz, dass es vielleicht lange dauert, bis das Ganze mal im äußersten Osten Richtung polnische Grenze überhaupt ankommt. So, schauen wir uns im Montag jetzt nochmal der Zusammenfassung an. Sprechen wir erstmal über die Temperaturen, und die werden nochmal hoch sein im Osten des Landes. So Leipziger Tieflandsbucht Richtung Lausitz, südliches Brandenburg, hier mitunter nochmal 30, 31 Grad möglich. Auch im Südosten Bayerns nochmal bis knapp an die 30 Grad. Während ganz im Westen, wo halt schon frühzeitiger Wolken aufziehen, Schauer aufziehen, etwas nicht so warme Luft reinkommt, hier vielleicht nicht mehr so Werte um die 25 Grad erreicht werden. Ja, und da sind dann halt schon diese Schauer und Gewitter aktiv. Und die werden sich dann weiter Richtung Osten und Nordosten ausbreiten und können halt auch örtlich heftig, vereinzelt auch unwetterartig ausfallen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis immer wieder, es wird natürlich nicht überall die Unwetter geben und auch nicht überall Gewitter. Aber wir reden halt von einer gewissen Potenzialabschätzung und müssen halt an einem erwähnen, dass es halt hier relativ verbreitet erhöhte Gewittersignale und die Gefahr von heftigeren Entwicklungen zumindest lokal gibt. Das ist der Montag. Jetzt gehen wir mal weiter im Programm und schauen schon mal auf die Wetterlage für den Mittwoch. Zum Dienstag soll dann ja diese schwülwärmste oder die heißeste Luft auch im Osten verdrängt werden. Und wir sehen jetzt hier, wir liegen dann doch so unter Tiefdruckeinfluss. Und es kommt halt der ehemalige Hurricane Lee zunehmend mit ins Spiel. Das hatte ja Fabian gestern auch schon erwähnt. Und das haben jetzt eigentlich so alle Wettermodelle drin, dass dieser Hurricane Lee dann hier auf der Wetterkarte erscheint. Relativ ja Tiefdruckzone über Nordeuropa. Das heißt, auch die Luftdruckgegensätze nehmen zu. Aber zum Mittwoch würde dann durch diesen ehemaligen Hurricane und dieses Tief dann die Strömung schon wieder ein bisschen mehr auf Südwest drehen und uns schon wieder wärmere Luftmassen dann zum Mittwoch erreichen. Und das könnte dann auch so in einem warmen Sektor sein. Also wir schauen mal gleich noch ein bisschen genauer jetzt auf die Tendenz bzw. auf die Karten, den ersten Trend für den Dienstag und den Mittwoch. Also am Dienstag, da wird dann halt auch im Osten diese warme Luft verdrängt. Es ist insgesamt sehr unbeständig, windig, teilweise stürmisch, vor allen Dingen in der Nordhälfte mit zahlreichen Schauern und Gewittern. Vor allen Dingen dann in Schauern und Gewittern könnten auch die größten Windgeschwindigkeiten erreicht werden. Sturmböen dann durchaus möglich. Nach Süden hin das Ganze vielleicht etwas weniger aktiv, dass es hier noch ein bisschen freundlicher ist und die Schauer hier insgesamt seltener sind. Wir sehen auch den deutlichen Temperaturrückgang im Nordwesten, im Norden wahrscheinlich kein
keine 20 Grad mehr, vielleicht noch im Osten und Südosten, dass wir hier nochmal Richtung 22, 23 Grad gehen. Dann aber zum Mittwoch, wie gesagt, Strömung dreht wieder auf Südwest. Es spannt sich so ein bisschen der Warmsektor auf. Das heißt, umso weiter wir Richtung Süden kommen, da ist dieser Warmsektor umso markanter. Hier wahrscheinlich relativ freundlich und trocken. Weiter Richtung Norden doch ein bisschen wechselhafter mit Schauern und auch insgesamt dann wahrscheinlich im norddeutschen Tiefland auch noch deutlich windiger, aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr so markant stürmisch wie der Dienstag, zumindest nach jetzigem Stand. Gucken wir auf die letzte Karte jetzt nochmal für den Freitag. Es könnte dann sogar sein, dass mit diesem ja starken Tief dann noch die Strömung weiter Richtung Donnerstag aufsteigt, Temperaturen noch etwas weiter zunehmen, vielleicht sogar nochmal bis an die 25 Grad im Osten und Südosten, vielleicht auch darüber. Das bleibt noch abzuwarten. Zum Freitag könnte dann aber, ihr seht das hier, diese roten, orangenen Pfeile, die wärmste Luft schon so ein bisschen wieder nach Osten abgedrängt werden. Das GFS allerdings jetzt mit dem heutigen Morgenlauf verlässt immer noch die äußerste, ja sehr warme Luft im äußersten Osten. Also das sind natürlich noch die Unsicherheiten jetzt in einem Zeitraum von 7 Tagen. Aber es könnte dann halt von Westen her wieder etwas weniger warme Luft reinkommen. Aber für die Jahreszeit wäre das jetzt immer noch relativ mild, relativ moderat. Wir gehen ja schon so langsam down auf Ende September zu. Aber wir sehen, es wird dann insgesamt, würde dann halt auch unter dem Einfluss dieses Tiefs wohl eher so ein bisschen wechselhaft bleiben. Aber eine große Abkühlung zeichnet sich da auch erstmal nicht ab. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Am Wochenende versorgt euch Fabian dann mit den weiteren Videos. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.